Am Sonntag war das Thema ChatGPT Thema bei Radio Rüsselsheim und Tacheles. Unter anderem habe ich dort ein Beispiel benannt, wie man generative KI, Stichwort ChatGPT, zum Beispiel hier in Rüsselsheim bei der Analyse der Arbeit mit dem Ratsinformationssystem nutzen kann, indem man beispielsweise hier aus dem Gremienportal Dokumente heraussucht und Beispiel war oder ist hier die Erweiterung von Opel, die Stellantis-Flächen. Ich habe dann dem System einige PDF-Dokumente mit dem Link ins Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt und habe mir dann eine Analyse ausgeben lassen zum Inhalt oder Zusammenfassung der Dokumente. Und das habe ich hier in einem kurzen Video zusammengefasst und am Schluss die Verarbeitung in Zeitraffer laufen lassen.